Einen wunderschönen. Willkommen zu einer weiteren Folge von Akte X, das Spiel. Und wir haben noch etwas zu plauschen mit der guten Dame, unserer neuen Partnerin. Und in welcher Verbindung steht das mit Gordons Hauling? Sie meinen, warum war ein Truck von Gordons Hauling sowohl hier als auch beim Lagerhaus? Ja. Ja. Die haben was mit dem Schmuggel zu tun. Wo ist der Truck? Der ist völlig leer. Die Leute von der Spurensicherung untersuchen ihn gerade. Okay. Und in welcher Verbindung steht das mit Gordons Hauling? Okay. Sie meinen, warum? Wie passen die Tarakan-Leute zu all dem? Sie waren wohl an dem Schmuggel beteiligt. Und sie sind entweder zu unvorsichtig mit dem Plutonium umgegangen oder jemand hat sie umbringen lassen. Plutoniumschmuggel. Was? Wie passen die Tarak? Okay. Sie waren wohl an dem Ja, Schmuggel. hatten wir. Was wollte der Mann aus Charno von Mulder? Angenommen, es war Mulder. Keine Ahnung, aber was es auch war, es kann nichts Gutes gewesen sein. Wer war er? Wir haben ihn noch nicht identifiziert. Er hat sehr schwere Verbrennungen. Und was ist mit Gordons Hauling? Kann ihn da jemand identifizieren? Da geht niemand ans Telefon. Und offenbar hält sich auch niemand auf dem Gelände auf. Und der Sheriff von Duval County hat dort auch keinen angetroffen. Aha. Aber der hat gegen Mulder das Licht ausgestrahlt und ist gestern von uns gesehen worden als Fahrer. Wie Kettschädel. Was ist mit Mulder geschehen? Die Sache ist oberfaul. Hier geht etwas Merkwürdiges vor, und zwar weit über den Schmuggel hinaus. Ich kann's bloß nicht festmachen. Ich möchte ja nicht drauf rumreiten, aber wir müssen schon bei den Fakten bleiben, die wir haben. Und die deuten alle auf eine Schmuggeloperation hin. Und das Licht? Was machen wir mit dem Licht? Kann sich hiermit noch was anfangen? Das ist ja die Kugel, die wir gefunden haben. Damit ist ja wohl alles klar. Sie schmuggeln Plutonium. Oh Gott, wir müssen das beenden. Sie könnten viele Leute umbringen. Okay, Cowboy, gehen wir, bevor es dunkel wird. Wo wollen wir denn hin? In die Gerichtsmedizin natürlich, um Ach. uns dort die Autopsieberichte der Verbrennungsopfer zu holen. Ach, sind die wieder da? Darf ich zuerst duschen? Ich glaube, wir sollten zuerst. Kann ich schnell noch mal duschen? Ich weiß nicht, ob Sie das können. Ich brauche vielleicht Hilfe dabei. Dann sollten Sie lieber Ihren Partner anrufen. Cook soll fabelhaft den Rücken schrubben können. Wer ist Cook? Woher weiß die von Cook? Da stand schon wieder Text. Können wir den jetzt an einem Stück gucken? Ja. Aber das ist nicht Mulder gewesen. Das war nicht Mulder. Wann soll das gewesen sein? Und das kam nämlich aus Mulder raus. Guck mal, das Licht kommt aus ihm raus hier. Da gesehen? Das ist nicht Mulder. Muss ich jetzt wirklich duschen? Ach ja, die Scheidungspapiere. Muss ich jetzt du? Warte mal. Dusche mal schnell. Geht das? Nee, da ist keine Dusche. Wo ist denn hier die Dusche? Hallo, Dusche. Das ist nicht. Da ist die Dusche. Haben wir? Haben wir? Ist ja cool. Wir sehen uns im Spiegel. Ja, immerhin hat man daran gedacht. Ja, so, raus da. Achso, was mache ich denn hier? Wir können doch gleich. Was ist das? Ach, das ist die Dingsbums. Aber wir wollen zur Gerichtsmedizin. Da wollen wir hin. Und ich glaube, ich speichere ganz kurz mal ab. Wie es halt immer so ist, wer weiß, was passiert, was wir wiederholen müssen. Und zurück. Ich hasse es, hierher kommen zu Ja, müssen. das wissen wir leider schon. Soweit ich das jetzt schon sagen kann, verbrannte dieser Mann nicht im eigentlichen Sinne des Wortes. Es sieht aus, als ob er einer Strahlenbelastung vergleichbar mit der von Hiroshima ausgesetzt war. Gut. Okay. Schau ich das an. Okay. Wie kommen Sie darauf, dass es Strahlung ist? Tja, ich weiß zwar nicht viel darüber, aber seine Verbrennungen sind so total, so vollständig, wie das bei einem Feuer nicht der Fall wäre. Und die Kleidung, die ich von seinem Körper entfernt habe, war ziemlich unbeschädigt. Sehen Sie das? Das ist der Abdruck von der Aufschrift auf seinem Hemd.
Sowas wird durch thermische Strahlung verursacht. Auswirkungen dieser Art wurden auch in Hiroshima beobachtet. Kimono-Muster wurden in die Haut ihrer Träger gebrannt und die Schattenrisse von Menschen sind in Mauern eingeprägt worden. Okay. Konnten Sie Ähnlichkeiten zwischen diesem Opfer und denen von der Tarakan entdecken? Die Auswirkungen sind beinahe identisch. Wir haben das gar nicht erkannt bei den Tarakan-Leuten, weil uns das nicht in den Sinn gekommen ist. Ich meine, das sind doch sehr ungewöhnliche Dinge, wissen Sie. Irgendein Hinweis auf die verschwundenen Leichen? Nein. Wer das gemacht hat, war sehr gut. Sie sind hier eingedrungen und haben die Leichen rausgeholt, ohne Spuren zu hinterlassen. Okay. Kann falscher Umgang mit radioaktivem Material solche Verbrennungen verursachen? Das glaube ich weniger, aber ich weiß nicht sehr viel darüber. Falscher Umgang mit radioaktivem Material ist vielleicht eine Erklärung für Mr. Wongs Tumore, aber Verbrennungen wie diese können nur durch eine Art Explosion verursacht werden. Und das hätte man doch gemerkt, oder? Stand schon wieder was? Mann, das irritiert mich immer, wenn hier ein Text drinne kommt. Ich habe die Stellen nachher beim Schneiden nicht wieder gefunden. Ja, ich glaube, hier ist nichts weiter, hä? Kann man der noch was zeigen? Warte mal. Da, da, so. Foto von... Nee, wir können gar nichts zeigen. Ist hier noch irgendwas? Ah, von Kopf bis Fuß vermutet Ursache in radioaktiven Verbrennungen. Okay. Mann mit Brikettschädel. Kennzeichen 621517 Washington. Gleiche Zulassung wie der Wagen, den Agenten Mulder und Scully von... genau. Opfer erlitten Verbrennung. Okay. Da ist die Karte. Würde mal sagen, wir gehen jetzt erstmal nach Chano. Dahin. Na, die sind hier offensichtlich nicht sehr sicherheitsbewusst. Und das, obwohl hier so viel schönes Zeug herumsteht. Das ist derselbe Truck wie der vor dem Lagerhaus. Wir sind hier also offenbar richtig. Ja. Ach, wir haben jetzt hier mal eine Vollvideosequenz und können jetzt... Okay, gehen wir mal rein. Okay, wir können gerade nur nach vorn. Hier ist offen. Hier mal lieber die Taschenfunzel anmachen. Das ist ja eine Schaufel. Was haben wir hier? Ah, nette Damen am Kühlschrank. Okay, da oben. Was ist das hier? Gibt's Tools? Ah, wir haben ein Tool. Und was haben wir hier? Ah. So, was haben wir noch? Ist hier noch... Was ist das da? Da ist was. Ah. Wieder so ein Logbuch oder sowas, ne? So ein Gehaltsbuch. Mein Licht ist an. Oh. Sind Sie verletzt? Nein, schon gut. Ich habe gefunden, wonach wir suchen. Was ist das? Sehen Sie sich das an. Diese Papiere verzeichnen eine Anzahl von Lieferungen zwischen Lagerhäusern am Dock und einer Adresse an der Landstraße Nummer 1121 in Fenty County, Washington. Dann weiß ich jetzt schon, wo wir hingehen. Dieser Ausflug war doch keine verplemperte Zeit. Gut, also gehen wir. Ja. Okay. Wer hatte ne? Habt ihr es gesehen? Oh, oh. Eine Bombe. Wir sind eingeschlossen. Oder? Ist das eine Bombe? Ich speichere mal lieber ab. Dahin. So. Jawohl.
Oh. Ups. Der Krebskandidat. Ja. Okay, wir lassen diesen Knopf da mal sein. Was haben wir denn hier? Ist das hier irgendwas? Achso. Oh mein Gott, da ist eine Bombe drin. Wir müssen sofort von hier verschwinden. Mann, die so Quatsch. Was? Dieses Fenster ist mit der Bombe verkabelt. Ja. Oh Gott. Das ist doch hier ein Durchgang, oder? Lass mich mal kurz gucken. Warte. Nee. Aha. Okay. Schnell. 3, 2, 1 und... Ja! Jetzt müsste da eigentlich der Krebskandidat draußen stehen, oder? Und das war der, der gestrahlt hatte. Aus dem Video. In Augenblicken wie diesen wünschte ich mir, dass ich noch rauchen würde. Alles in Ordnung? Oh ja, ich finde solche Sachen ziemlich erfrischend. Also ich nehme an, Sie möchten, dass ich fahre. Ja, das wäre ein netter Zug von Ihnen. Ich habe noch nie eine Bombe überlebt. Ach, mir passiert das ständig. Was wollen wir jetzt tun? Wollen wir sie küssen? Wir können auch quatschen. Wer war dieser Kerl? Er war unglaublich stark. Den Eindruck hatte ich auch. Glauben Sie, er geht ins Fitnessstudio? Was war merkwürdig mit seinen Augen? Ist Ihnen das aufgefallen? Nein, als er mich durch den Raum geschleudert hat, habe ich darauf leider nicht achten können. Okay. Es schien mir, als ob irgendwas nicht mit ihm stimmt. Es war beinahe so, als würde er von irgendetwas gesteuert werden. Also, wem gehört nun dieser Laden? Tja, der Russenmafia, würde ich sagen. Genauer. Jetzt wissen wir ja wohl, warum das Tor offen war. Sie meinen, das war nicht bloß Kleinstadt-Idylle? Nein. Nein, das Tor war offen, damit jemand reinkommen konnte, um die Bombe auszulösen. Ja, aber war das nun für uns oder diesen Kerl gedacht? Das ist eine gute Frage. War die Bombe als Falle gemeint oder sollte sie etwas in diesem Büro schützen? Und was? Die Information in diesem Logbuch. Zum Beispiel die Adresse an einer Landstraße. Alles, was da drin war, dürfte jetzt ziemlich schwer zu lesen sein, würde ich sagen. Ich glaube, die Bombe sollte jemanden in die Falle locken und umbringen. Oh, sind Sie jetzt endlich soweit? Ich jedenfalls schon. Sie wollten fahren, nicht wahr? Genau. Oh. Ich wollte doch... Ich kann... Oh, ich wollte doch, aber... Verdammt! Wartet mal. Kleiner Moment mal. Da haben wir zuletzt gespeichert, ne? Wir machen es mal gleich hier und auf die Schaufel. Und raus! Ich wollte doch, also... Und boom. Boah, bis zum Anschlag der Pegel. So. Wir gucken uns das nur an, weil die Explosion so toll ist. Dieser Aufwand vor allem, ja, für ein Spiel hier alles noch hochzujagen, in echt. In Augenblicken wie diesen wünschte ich mir, dass ich noch rauchen würde. Alles in Ordnung? Oh ja, ich finde solche Sachen ziemlich erfrischend. Also ich nehme an, Sie möchten, dass ich fahre. Ja, das wäre ein netter Zug von Ihnen. Ja. Ich habe noch nie eine Bombe überlebt. Ach, mir passiert das ständig. Komm, los, jetzt aber. Ich glaube, das sollten Sie jetzt wahrscheinlich nicht tun. Ach, bitte. Ich bin zwar im Prinzip nicht abgeneigt, damit wir uns da nicht missverstehen, aber wir sollten vielleicht noch warten, bis dieser Fall abgeschlossen ist, bevor wir uns an Beweismitteln vergreifen. Okay, gut.
Also, wem gehört nun dieser Laden? Ich überspringe das mal hier kurz. Weil. Wer war dieser Kerl? Den Eindruck hat. Das haben wir ja schon gehört, ne? Nein, als er mich durch. Ja. Es schien mir, als ob. Ja, so, dann machen wir die Sachen jetzt hier noch. Jetzt wissen wir ja wohl, warum das Tor offen war. Richtig. Sie meinen, das war nicht bloß. Und das letzte. War die Bombe als Falle gemeint oder sollte sie etwas in diesem Büro schützen? Und was? Die Information in diesem Logbuch. Zum Beispiel die Adresse an einer Landstraße. Alles, was da drin war, dürfte jetzt ziemlich schwer zu lesen sein, würde ich sagen. Ich glaube, die Bombe sollte jemanden in die Falle locken und umbringen. Oh, sind Sie jetzt endlich soweit? Ich jedenfalls schon. Sie wollten fahren, nicht wahr? Genau. Und wo fahren wir jetzt hin? Aber nach Hause. Komm, wir nehmen sie mit. Ist ja nicht abgeneigt, aber... Ist sie überhaupt mit bei? Ja, nicht. Schade. Und ist sie bei? Nein, ist sie nicht. So, wir haben natürlich nichts an neuen Beweisen. Richtig? Richtig, wir haben nichts. Da irgendwas Neues? Okay. Aber wir gehen mal an den Computer. Schallo. Was haben wir denn? Achso, ja. Fotos. Wir können da noch neue Fotos runterladen. Lecker, lecker. E-Mails. Haben wir da neue? Nee, nur das mit der temporären Adresse. Achso, das können wir ja machen. Warte mal. Telefonnummern. Wollen wir die mal checken? Oh, warte mal. Die muss ich hier abschreiben. Es grutschelt. Neues Papierabreiß. Warte, umklappen. Ich habe sonst keinen Platz mehr. Hier ist überall voll gekritzelt. 1-21-04-255-0691 und 1-190-11-55-11-25. Dann probieren wir mal, die Sachen hier noch einzugeben ins System. Themen, Telefon, Staatsbürger, ja, okay. 1-21, achso, müssen wir mit Plus. -042-555-0691 suchen. FBI, suchen. Regierung, suchen. Polizei, suchen. Ich muss die wahrscheinlich anrufen, oder? Achso, was ist das hier vorne? Warum steht da ein K drin, ne? Sieht doof aus. 1-. Dann kann er ja nichts finden. Wahrscheinlich wird er jetzt sowieso nichts finden. Nix. 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 Ah, ich glaube, das kann ich knicken. Da kann ich eher hier die Handynummer eintippen. So, probieren wir es mal. Okay. Ja, so. Da kann ich sie auch. Ah, wir können es tippen. Das ist gut. Es gibt ein Freizeichen wenigstens. Nicht mal ein Anrufbeantworter. Ja, schlimm. Ja, hallo? Okay, sieht schlecht aus. Nee, da wollte ich nicht hin. Wollte eigentlich abbrechen. Aber hat er auch gemacht. Gut. Das Telefon bimmelt noch. Aber ich glaube... Wir legen uns schlafen. Es geht. Oder? Doch, es geht. Es bimmelt immer noch. Es bimmeln beide Sachen. Nein, es bimmeln beide Sachen. Können wir hier irgendwie... Komm, leg auf.
Okay, es ist still. Es hat einen Anruf gegeben, richtig? Aber AB ist still. Ich würde mal sagen, ja, wir machen an der Stelle ein Folgenpäuschen und dann, wo wollen wir hin? Ja, Büro. Büro ist immer gut, ne? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Euer Firefox.